Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Ausgabe Game Genuss GG. Heute mit einem allerersten Let's Play. Wir hatten gestern Teamsitzung, haben beschlossen, wir machen ab sofort ab dem 100. Videos 100. Video machen wir Let's Play. Ja, und zwar wird es so ablaufen, Gandalf, ich habe mir jetzt echt wirklich Gedanken darüber gemacht, was nehme ich für ein Spiel. Ich habe immer zwischen Sims 3 tendiert oder den Flugsimulator 10 und Arno, und ich bin jetzt doch auf den Entschluss gekommen, ich hole mir Arno und zock einfach was geht. Und ich glaube, es hat für mich auch die meiste Langzeitmotivation. Sims ist gestern leider bei der Teambesprechung rausgefallen. Leider, ich hätte es gern gespielt, aber hilft ja nix, ne? Und ja, das ist also mein allererstes Let's Play. Es wird da sehr viele Folgen davon geben. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Segel setzen, Leute. Jetzt nehme ich aber erst noch ein Brisal Schnupftabak. Ja, wir starten Dies mit einem Island Kontor. Soll euch neue Heimat sein. Es ist an euch. Darauf eine blühende Metropole. Ja, super, das ist ein. Grafikmäßig ist ja das Game einfach wunderschön und eigentlich voll der Hammer. Die göttliche Schöpfung offenbart sich ja, in der Erde. Ja, nervt ihr. Kann man den irgendwie schon ausschalten? So, dann haben wir hier Goldfurt. Goldfurt, was für ein Kackname. Goldfurt, kann man das nicht mehr umschreiben hier? Doch, da, hier, mei, also wer sagt's denn? Da machen wir einfach Mühldorf draus. Mühldorf, da wohnt euer Gandalf. Gut, ja. Nö. Grafik ist jetzt eigentlich alles absolut hoch und wir kennen das aus den anderen Teilen. Haben bestimmt auch schon viele von euch gespielt. Die Grafikqualität und die Ansprüche an den Rechner sind jetzt nicht wirklich massivst. Beziehungsweise was die Grafikqualität entspricht, die ist schon sehr gut. Also bis jetzt eigentlich jedes Arno, was ich gezockt habe, war wirklich immer so ein Augenschmaus. Aha, Rechtsklick, dann bauen wir natürlich eine Holzfällerhütte hier. Und dann starten wir mit Mühldorf. Fraglich, ob wir jetzt hier auch hier... Bauen wir natürlich hier eine Fischerhütte auch noch hin. Wird zwar nicht so viel zum Fischen haben, der Knalle. Und, was ist denn das? Ein Marktplatz zur Gebietserweiterung. Auch das hat sich nicht geändert. Marktplatz, kleiner Marktplatz. Ja, dann bauen wir einfach meinen Marktplatz hier. Falls jemand jetzt schon was auszusetzen hat, liebe Leute, ich habe es jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gespielt. Wir haben das ziemlich oft online auch gezockt, der Toasty und ich. Und ja. Also es kann durchaus sein, dass ich nicht gleich irgendwas verstehe und ein Problem lösen kann. Also habt etwas Geduld, liebe Leute. Holz haben wir noch ewig viel, Werkzeug auch noch. Das kommt erst wieder später, dieser Durchhänger. Baurauch ist geblockt. Jetzt verstehe ich aber bloß nicht. Jetzt haben wir hier einen Marktplatz und einen kleinen Marktplatz. Ach, das ist so eine Art Kontor. Aber warum steht hier jetzt kleines Markthaus? Naja, egal. Bauen wir da noch ein paar Wege hin. Gut, erklär mal ein bisschen was zum Spielprinzip. In also. In der Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Zugang zu einem Marktplatz.
Herrje, in diesem Betrieb stapeln sich die Waren, aber kein Weg zu ihnen. Jetzt, das hat sich anscheinend auch nicht geändert, dass man zu den Försterchen... Herrje, in diesem Betrieb stapeln sich die Waren, aber kein Weg führt zu ihm. Kann man den Deppen irgendwie ausschalten hier? Schon besser. Der Abtransport der Waren ist nun kein Problem mehr. Gut. Die... das geht also nicht mehr. Da müssen wir praktisch eine Straße rundum bauen. Das geht nicht mehr. Das war mal. Sehe ich gerade. Naja. Alles halb so wild. Wo ich jetzt anfangen wollte. Die Fischerhütte hat noch keine Wegverbindung. Keine Wege? Sollen die Leute etwa... Wir sind also irgendwo im Mittelalter. Schon und, besser. Wir sind auf einer Insel gestrandet. Wir bauen auf einer Insel eine neue Zivilisation auf. Und das Ganze geht dann so voran, dass natürlich die Leute so nach Siedlerprinzip Werkzeuge, Holz, Ziegelsteine und bestimmte Bedürfnisse haben. Hier sehen wir schon ein Bergwerk, können wir dann später errichten, Eisenvorkommen, was wir wiederum zum Erstellen und zum Produzieren von Werkzeugen brauchen. Hier produzieren wir jetzt einmal etwas Holz. Das Ganze wird dann in den Kontor geliefert und kommt dann so in mein Gesamtbudget. Wichtig ist es hier in diesem Spiel, die Bevölkerung zu erhöhen und eigentlich die bestmöglichste Bevölkerungsanzahl auf dem engsten Raum zu bekommen. Ihr solltet dringend nachsehen, was sie dazu bewogen hat. Macht sie vorbei? Okay. Ach ja, verfallene Bauernhäuser. Tja, die reißen wir jetzt einfach mal ab. Das ist jetzt so eine Fehlkonstruktion von mir, aber das können wir später dann noch ausbessern. Die Siedler machen verschiedene Generationsstufen auch durch. Hier haben wir jetzt zum Beispiel noch einen Bauern, das wären dann später Siedler, Bürger, Aristokraten. Nicht mehr lang und ich kann mir diesen Acker kaufen, anstatt Stimmung wird auch angezeigt. Natürlich auch mit der Steuerschraube, ganz wichtig. Bedürfnisse nach Nahrung sehr gut erfüllt und hier Bedürfnisse der Gemeinschaft. Dann später natürlich nach Getränken, da bauen wir dann Gastwirtschaft. Glaube, auch der Glaube spielt eine Rolle. Wir können dann Gotteshäuser bauen. Und hier sehen wir, dass das jetzt sich hier um Bauern handelt. Genau. Na, Prisal Schnupftabak. Multiplayer-mäßig geht dieses Anno, diese Königsedition, wo Venedig dabei ist, einwandfrei. Man kann auch speichern im Mehrspieler. Also wir haben da schon nächtelang durchgezockt. Es macht wirklich Spaß und ist mal was für einen verregneten Sonntag oder für kalte Winterabende. Der nächste Teil von Anno wird wahrscheinlich voraussichtlich im September erscheinen. Es handelt sich hierbei dann um das Anno 2070 und wird nach dem gleichen Spielprinzip, aber nun wird es einfach sein, den richtigen Weg zu finden. Ich freue mich eigentlich schon tierisch drauf. Weil eigentlich die Diplomatie und die Wirtschaft in Anno eigentlich einfach gut sind. Also auch die Stimmung. Wenn man das anschaut, das ist ja Wahnsinn. Wo bekommt man noch so eine Grafik und so eine Liebe ins Detail? Vielleicht jetzt beim Siedler 7 noch, wenn dieser scheiß Kopierschutz nicht wäre. Aber so ein Feeling habe ich schon lange nicht mehr beim Spiel gehabt. Oder schon die Liebe jetzt, da der haut den Baum um. Der fährt mit dem Wagen durch, kleine Blumen, Vögel fliegen rum, der Wind huscht durch die Bäume. Das ist einfach... Da haben sich die Programmierer wirklich nur Gedanken gemacht.
Hier eine Henne. So Wahnsinn. Wir haben jetzt hier einen Mosthof. Bewirtschaftet 4 Obstwiesen, benötigt geeignete Fruchtbarkeit. Der Most. Okay, Most können wir anbauen. Wie sehen wir das? Je nach Insel. Jede Insel hat verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel beim anderen wachsen besser Zuckerrohrstauden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es die überhaupt gibt in dem Game. Beim Vorgänger war es ebenfalls so. Oder Baumwolle oder Reis oder Mais oder Getreide. Und hier haben wir jetzt diese Fertigkeit Most. Wir können auch Hanf anbauen. Natürlich zur Kleidungsgewinnung und zum Garn erstellen. Dann haben wir noch die Fähigkeit Trauben, Wein und was ist das? Veränderbares. Ah! Seht ihr, Leute, das ist neu. Wir haben hier noch so einen kleinen Joker, veränderbare Ressourcen. Sie können auf dieser Insel Saatgut aussehen, um eine weitere Fruchtbarkeit zu erschaffen. Sehr interessant. Tja. Hier sieht man auch, jedes Feld hat natürlich Aussehen. Wächst und wächst. Wir reißen jetzt mal die Bäumchen ab, weil... Ihr habt ein gutes Händchen bewiesen beim Ausbau eurer Siedlung. Dann bauen wir hier unsere erste Mostdingsterbumster. Und dann geht's auch schon weiter, sehe ich. Wunderbar. Durch eure Taten habt ihr neuen Ruhm erlangt. Wir brauchen hier schon einen neuen Kontor. Ich erweitere die Baufläche. Dann können wir auch schon eine Kapelle bauen. Dorfbrunnen verschönern. Nee. Das sind so Sachen, die was wir eigentlich wirklich noch nicht brauchen. Hier sehen wir den Einflussbereich jetzt auch dieser Kapelle. Bloß die Kapelle benötigt zusätzlich Holz. Sollten wir vielleicht noch eine Holzfällerhütte bauen? Wäre nicht schlecht. Die bauen wir jetzt hier drüben. Der bringt Gott sei Dank seine Bäume schon mit. Und dann warten wir mal ab. Ja, hier geht schon ganz schön zu. Auch mit drin in dieser Königsedition ist der Vorgänger. Und zwar, ja, 1503 nennt sich das, plus diese Erweiterung. Und bis zu 8 Spielern im Mittelalter und es spielt im 15. Jahrhundert, sehe ich gerade. Auch ein schönes Handbuch, wirklich schön detailliert. Nicht nur Bedienungsanleitung und sonstigen Schund dabei, wirklich vom kompletten Spielaufbau zur Installation, zur Erklärung, was einige Gebäude bewirken, Diplomatie, Multiplayer ist dabei und Befestigungsanlagen, Ereignisse, das ist wirklich noch Qualität. Blue Byte hat hier mitgemischt, man merkt es einfach, die haben da wirklich wieder mal gute Arbeit geleistet. Gott sei Dank. Nachdem das letzte Siedler eher so ein bisschen verhunzt war. Gut, das war von mir mein allererstes Let's Play. Und ich werde jetzt speichern und wir spielen nächstes Mal weiter. Und das wird jetzt viele, viele Folgen so weitergehen. Und ich wünsche euch was. Euer Gandalf. Schönen Tag noch. Ciao.